Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, unser kleines King of the Ring Turnier. Ich bin der Onkel und mein haarsträubender Gegner Revano ist auch am Start. Hey, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich höre dich jetzt auch viel besser. Ja, super. Uns ist nämlich gerade aufgefallen, dass unsere Blaze im Hintergrund noch Updates geladen hat. Deswegen war auch die ganze Zeit die Delays so heftig und Und er hört mich jetzt besser. Normalerweise müsste das abschalten. Vorhin sagt er noch, das Lustige ist, sagt er noch, er hört mich flüssig und ganz toll. Und jetzt auf einmal sagt er, ja, für meine Umstände, für mein Internet war das okay. Oh mein Gott, ey, wer weiß, was ihr wieder in der Aufnahme jetzt für Ton habt von mir. Oh mein Gott, okay, lass uns. Richtig erotisch hörst du dich an. Lass uns mal Viereck drücken. Drück ich. Ui, hab ich den? Ich glaube, den hatte ich sogar schon. Ah, nee, den habe ich noch nicht gehabt. Okay, ich habe schon einen. Direkt beim ersten Klick. Nee, ich bin noch am Suchen. Okay, dann such du mal. Ich habe auch einen. Oh, der hat einen netten Bizeps. Also, wenn ich den mal so schaffe zu erreichen, das reicht. Aber ja, die meisten Wrestler, die nehmen ja was. Das sieht aber schon fast nee, die nehmen gar nichts. Das ist ja kein Quatsch. Nein, natürlich. Nein, das ist alles natürlich. Alles klar, okay. Gut. Die werden dann darauf geprüft, Mann. Sonst werden die aus der WWE ja, geschmissen. Onkel, du kannst so wie der Batista oder wie der Brock Lesnar oder so, du kannst menschlich so nicht aussehen, das geht nicht. Da kannst du 100 Jahre trainieren, du kannst so nicht aussehen. Da ist sowas nicht verboten? In Amerika nicht. In Amerika darfst du nicht. Achso, dann die das bloß, dann bloß wegen Doping, ja, das ist okay. Oder wegen Drogen. Ja, halt. Schau dir mal bitte den Film Wrestler an, The Wrestler. Mit den, ich kenne den Film The Wrestler. Genau, da siehst du ja, was der alles da, der eine Muskeltyp, den alles da mitbringt, die ganzen Pillen, das sollst du nehmen, das noch und das, das sind alles diese verbotenen Sachen. In Amerika sind sie ja eigentlich legal, das ist es ja, das ist ja nur bei uns in Deutschland so, halt, die machen ja die Adern zu und ja, deswegen sind ja auch viele Wrestler, leider werden die nicht so alt, ne, guck dir British Bulldog an, der ist gerade mal 40 geworden. Ja, aber der hat schon in anderen Umständen ist er gestorben. Ja, es gibt aber auch viele, die deswegen sterben. Ja, zum Beispiel Ultimate Warrior. Jo, der ist auch wirklich Macho Man Randy Savage. Oder Eddie Guerrero, auch so ein Thema. Aber naja, okay, anderes Thema. Ich würde sagen, 3, 2, 1, take mal. Englisch. Das ist doch der Take-Team-Partner. Das ist doch der Take-Team-Partner von denen, den du gerade hattest. Und bei denen sagst du nicht, ja. Oh mein Gott. Ja, jetzt muss ich beide durchbringen, damit ich dann hinterher mein Tag-Team machen kann. Oh, geil. Ja gut, dann würde ich sagen, let's get ready to rumble. Aber Farouk ist die Kante, ne? Ja. Und der Aiden Englisch, ja, keine Ahnung, ich habe keine Erfahrung mit dem. Ich habe den auch noch nie live kämpfen sehen, deswegen kann ich darüber leider nichts sagen. Ja, ist NXT-Stars. Achso. Aber wie du schon gesagt hast, mit denen, dass das Wrestling bald kommt, das Network da, das hört sich echt geil an. Das werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen, weil ich möchte gerne diese ganzen Royal Rumble genießen können. Von früher bis heute. Und es gibt zwar welche im Internet, aber die haben so eine schlechte Qualität. Mal so HD oder so wäre schon echt geil. Du redest das immer vom Internet. Redest du von illegalen Streaming oder von was redest du denn hier? Nein, auf YouTube gibt es Videos vom Wrestling. Hast du nie eingegeben, Undertaker gegen Kane oder sowas? Alles bei YouTube zu finden. Weil du redest immer, du guckst es dir, wenn du von Filmen redest, guck ich mir über Internet. Das ist verboten, Revano. Wenn du sowas machst, dann sei doch nicht so dumm und sag das live auf Sendung. Das ist doch. Ich hab keine Dings. Du sagst so oft solche Sachen. Ich muss es mal echt sagen. Also, das ist. Ja, du sagst. Ich will jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich hab doch gesagt, bei YouTube habe ich das geguckt. Es geht doch nicht nur um das, Revano. Sonst geht es um gar nichts. Ich hab da gar nichts gesagt. Hast du so oft schon gesagt. Oh, du, warte mal. Ich warte. Stopp mal im Stehen. Stopp mal. Kann ich hier nicht in Option rein? Nee, was willst du jetzt? Ja, ich will den Ton leiser machen ein bisschen. Das, Wrestling ist so laut, dass ich dagegen nicht ankomme, wenn der da quatscht. Was redest du da? Du hast doch die ganze Zeit das schon. Ja, aber du bist, das Spiel ist jetzt aber auf einmal lauter. Ich weiß nicht, warum. Ob das jetzt wegen dem Donut, dass das jetzt alles ein bisschen lauter ist, auf jeden Fall höre ich dich halt. Das ist halt, ich kämpfe die ganze Zeit gegen das Gequatsche von den Moderatoren an. Und die sind voll laut. Ja, damit machst du aber deine Zuschauer verwirrst du deine Zuschauer, wenn du ständig
Dann sei lieber, wenn die dich übertönen, dann sei doch lieber still. Du machst das sonst deine Zuschauerohren kaputt. Ja, aber ich höre dich ja nicht. Und ich möchte dich ja hören, weißt du? Ah, aber jetzt kein Delay mehr, ne? Jetzt kannst du wieder anständig drücken hier. Ja, jetzt müssen wir aber sich wieder umgewöhnen. Mhm, gut so. Jetzt treffe ich wieder mit allem, was ich mache. Oh, du aber auch. Alter, es funktioniert wieder. Geil. Oh aber Mann, richtig das gut, aber richtig gut. Ja, aber man lernt halt immer dazu, denn das nächste Mal, wenn sowas ist, weiß man, wo man hingucken muss, weißt du? Nee, aber nur nicht, dass ihr jetzt irgendwas falsch versteht. Ich habe weder was gedownloadet oder noch irgendwo auf irgendwelche. Ja, aber du musst, auch mal deine Ausdrucksweise ein bisschen überdenken, weil das kann nach hinten losgehen. Ja, ich habe nur gesagt, dass. Ja, das sagst du öfters mal. Du sagst auch, dass du bei Filmen, die im Internet guckst, oder bei Serien, The Walking Dead, hast du schon so oft gesagt vor der Kamera, dass du die im Internet guckst. Ne? Und Walking Dead kommt nicht bei Amazon Prime. Natürlich. Habe ich doch geguckt bei dir. Ja, für The Walking Dead. Es geht aber um The Walking Dead. Ja, ist also Walking Dead. Dann tu dich mit deiner Ausdrucksweise ein kleines bisschen zusammenreißen, weil sonst kannst du nämlich einen auf den Deckel bekommen. Das will ich dir bloß damit sagen. Ha, getroffen. Ist ja nicht böse gemeint. Nee, also ist alles schon legal und so. Und sonst, Leute, ich habe eh nicht so viel Zeit zum Filme gucken. Warum? Weil ich die ganze Zeit Let's Playe. Ich habe da so viele Games am Laufen. Wenn ich mal die Zeit Kino hätte zum Filme gucken. Hä? Oder im Kino bist. Boah, du machst nahe den Sound leiser, sonst dreh ich durch. Also Kino bin ich sehr, sehr oft, ja. Dann mach doch einfach dein Sound über an die Kopfhörer leiser. Ich verstehe das nicht, wie du da. Nee, ich mach das nachher dann nochmal einen Ticken runter. Das geht schon. Keine Ahnung, ob das jetzt krass, das ist so ein Unterschied wegen dem Download-Grad, dass das jetzt so extrem laut ist, dass ich den, dass das, die Moderatoren sind lauter als du redest. Das scheint aber die ganze Zeit schon so zu sein, weil immer wenn ich rede, redest du immer weiter, immer weiter, immer weiter. Nee, ich höre dich schon. Nur weil die so laut sind, da kriege ich immer Angst, dass du mich nicht hörst, aber du hörst die Moderatoren gar nicht, aber das muss man erstmal wahrnehmen, ne? So, jetzt kriege ich gerade Joke. Er haut mich nach hinten, das war so hart. Mein Kopf tut weh. Aber es ist schön, jetzt wieder zu spielen, ja. Da muss ich dir leider recht geben, ey. Das hat wirklich viel ausgemacht. Ja, das Ganze jetzt, dass wir da sowas gemacht haben hier. Oh. Was machst du jetzt? Ist das auch dein S? Ja. Oh. Klar, ich treffe nicht, aber er trifft. Ist wieder alles umgestellt jetzt mit dem. Ja, weil du musst ja jetzt, du musst jetzt eben mit dem Drücken wieder rein. Immer habe ich auch Zeit gehabt jetzt gerade. Ich schaff's mal. Ach komm, ich hab doch richtig gedrückt. Boah, mein Herz. Mann. Boah, ich war gerade ruhig, liebe Leute. Tut mir leid, ich musste mich so hoch konzentrieren. Ist auch mal schön, wenn du ruhig bist. Da grinst der Typ so. Da grinst der auch noch, weißt du? Da hat gerade im Bild, hast du es gesehen, wie du gegrinst hast? Mhm. Da! Jetzt gibt's ein... Ach komm. Ach komm jetzt, yo. Und er kommt überall raus. Herrlich, die Sau. Herrlich. Ach Gott, ey. Ja, jetzt kriege ich wieder die Hucke voll. Kaum, wo er jetzt weiß, dass wieder alles gerade ist hier. Zu spät. Oh. Ja, ich habe leider meine ganzen Essen und alles, was ich so hatte, weggeklatscht. Oh. Ja, der sagt gerade, der Moderator, dass du komplett am Dominieren bist. Aber nicht mehr lange, jetzt komme ich. Jetzt wollte ich gerade Simon Gutch sagen, aber ich bin ja nur der Partner. Aiden English. Ja, ich bin Mr. Aiden. Nicht Piers? Gucken, was ich. Wow, der sah auch gut aus. Geil! Gucken, wie schnell ich wieder oben bin. Aber ich muss sagen, so schlecht ist der gar nicht, der Junge. Weil der macht schon gute Moves. Ah. Glaube ich, nein. Ach komm schon. Komm schon, Junge. Jetzt macht er schon wieder hier.
Du kommst ja immer wieder raus aus dem Scheißding da. Macht er jetzt? Oh, willst du wieder einen brennenden Tisch holen oder was? Na klar. Kommt der, die Zuschauer wollen ja Tische sehen. Und du ignorierst ja deine Zuschauer so gern. Ich aber nicht. Ich muss deine Kommentare lesen und ignoriere deine Zuschauer nicht. Aber du. Ja, jetzt kommt er wieder hier. Wieso lehnst du das nicht an, wenn ich das, wenn da ich da, da steht Kreis, drück zum Lehnen. Ich mach das und was macht er? Er schmeißt es dahin zum Kotzen mit den ganzen Gedöns hier, ehrlich. Da, komm mal her, mein Freund. Ich muss dich mal ganz kurz auf den Dings werfen hier. Stell doch einfach den Tisch auf. Warum du den auch unbedingt anlehnen willst. Ah! Hier wäre die Hucke voll. Mr. Aiden, bitte steh auf. Mr. Aiden, bitte steh auf. Mr. Aiden, bitte steh auf. It's so much. Oh, er fackelt sie da ab hier. Na klar. Jo, da bin ich wieder am Boden. ich weiß nicht, wann ich drücken muss. Das ist zum Kotzen. Geht doch. No! Weißt du zufällig, wo mein Finisher ist? Vom Seil oder was? Nö, weiß ich nicht. Jo. Ja! Geiles Ding, geiles Ding. Nein, ich werde jetzt nicht wieder verlieren, das gibt's doch gar nicht. Du hast doch Glück gehabt, Kleiner. So, jetzt probieren wir mal schnell was. So, einmal X und dann das. Ach Mann, ich will dich da drauf schmeißen. Du musst das doch zulassen. Ah, fast. Wäre das auf dem Ding gewesen, dann wäre ich auch K.O. gewesen. Schön. Kann ich auch so einen Move irgendwie? Ah, oh, meiner kann nix, okay. Verrückt. Oh, oh. Oh, das war's mit mir. Oh, ja. Schöner Move, ja. Leider hat's mich erwischt. Meiner ist schon ganz. Er macht's wieder nicht. Warum sollte der das auch machen? Ja. Leg die Hand drauf. Wie geil. Oh. Und tschüss. Ah, war zu wenig. Keine Energie dahinter. Ah, der Aiden ist total zerstört. Ich müsste auch noch so brennen. Gibt's eigentlich so Flammenmatch hier in dem Dings hier eigentlich? Nein, weißt du doch. Nee, ich meine, wie heißt das? Hell? Nee. Wir sind doch erst die Matches durchgegangen, wo du hier warst. Ring of Hell? Ah, nein. Hallo, nein, gibt's nicht. Inferno Match. Okay. Inferno Match, genau, das war's. Ach komm, yo. Ich hab sogar noch gewartet. Oh, was ein Sack. Was ein Sack, ne? Was ein kleiner Drecksack, ey. Na, wenn der Finisher schon daneben geht, ne? Naja. Der Sack. So, dann probieren wir es auch mal. Quatsch, jetzt echt. Oh, kommt direkt raus, okay? Naja. Hätte ja sein können, dass du es nicht sofort rauskommst. Nein! Und da. Oh, what a counter! What a counter, sagt er. Mr. Aiden. Nicht die Beste. Ja, der war überhaupt nicht nice. Aber geil mit dem Tisch. Hat mich auf jeden Fall amüsiert. Oh, fuck. Und du könntest bestimmt pinnen können, ne? Nee, hast du aber nicht gemacht. Ja. Aber ich hab jetzt mal, weil ich muss, kann ja nicht alle 10 Sekunden wieder pinnen hier. Warum denn nicht? Wenn es dazu passt, kannst du es doch machen. Oh nein. Ja, ich muss. Ach komm, das gibt's doch gar nicht, ey.
Mann, der covert mich immer danach. Das ist der Wahnsinn, ey, ehrlich. Ja, ich schon die Chance, dass du hast, ne? Jetzt oh, an. Scheiße. Und Dominator! Boom. Oh. Der geht mir am Sack mit seinen scheiß Covern. We are the nation of domination. Scheiße. Bam. Ah, das war natürlich jetzt ein Scheißkampf. Ja, na klar. Ja, natürlich. Nee, war gut. Einmal gewinne ich nach tausenden Minuten. Da war es gleich ein Scheißkampf. Ich ärgere auch gerne. Nein, aber ich hab, ey, dass du jedes Mal komm, ich hab zweimal hintereinander einen Finisher gemacht. Ey, guck mal, ey, hör doch jetzt mal auf. Du hast jetzt zuhauf. Ey, Leute, schreibt doch bitte in die Kommentare. Rivano, du nervst. Ey, der hat jetzt eins, zwei, drei Matches nacheinander gewonnen und der verliert eins und ist hier nur am Nörgeln. Was ist denn hier los mit dem Typ? Alter Schwede, halt ja die Klappe. Oh, jetzt ja, sind wir auf jeden Fall wieder gleich halt die Fresse. Jetzt haben wir die gleich, jetzt sind wir wieder gleich. Ja, ich hab's ja gekontert, deine schönen Finisher. Ich hab's ja schön gekontert. So. Alter Schwede. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder gleich auf. Wir haben 13 raus du, 13 raus ich. Wunderschön. Ja, war auf jeden Fall eine geile Sache, ey. Hat echt ja. Spaß gemacht, ja. Okay, nach diesem Match war wieder schön. Nee, hast gut gekämpft. Würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.